Heute bei Influencer am See. Für die Influencer geht es aufs Wasser. In der Sommerhitze kommt es zum ersten Streit. Komm doch her und mach, Junge! Nach dem Einkauf am Morgen in der Dümmer-Weserland-Urlaubsregion geht es für die Influencer in die Küche zum Kochen. Die erste Gruppe hat jetzt hier ihren Einkauf vorbereitet. Erzählt mal, was habt ihr euch denn alles geholt? Tomaten, Gurke, Feta für einen Salat, einen griechischen. Und dann Baguette und Oliven halt für ein bisschen für Deko. Also hier ist so ein bisschen Deko. Und Bruschetta machen wir. Kann man das essen? Ja, ich glaube schon. Wofür wollt ihr das? Schmeckt gut. Ihr habt 15 Minuten Zeit. Ab 15 Minuten ist die Zeit rum, das Gericht, was dann da steht, zählt. Und ihr müsst dann noch ein Foto davon machen. Und das Foto wird dann eingereicht in die Instagram-Story und geschaut, was dann die Community sagt, welches Gericht schöner ist. Also, dann würde ich sagen... 3, 2, 1. Kennst du Bruschetta? Gut, dann weißt du schon, wie das Baguette schneidet auch, oder? Wir brauchen eine Pfanne, wir müssen es ja anrösten, oder nicht? Wir packen das kurz im Dings rein. Okay, der Backofen ist an. Und wir brauchen irgendwie Öl, damit es auch kross wird. Hier, Butter. Wir haben noch genau 11 Minuten. Ach, easy. Ja. Also, ich bin zwar ein bisschen wobbeliger, aber ich mag trotzdem Salat. Das sieht so sexy. Das sieht so gut aus. Okay, wo sind die Oliven? Lass doch mal so schön weg. Ja, ja. Okay, ich glaube, von Oliven reicht, oder? Ja, okay. Das Bild habe ich die mal hier dann. Boah, das sieht doch sexy aus. Mashallah. Schmeckt aber gut. Das Essen sah nicht nur geil aus, es hat sogar auch mega geschmeckt. Ich sag mal, sowas will man erwarten, ne? So, Freunde, unser Gericht ist fertig. Wir haben italienische und griechische Küche gemischt. Richtig gut und wenn ihr ehrlich seid, schaut es euch an. Rotwein geht auch immer. Ja. Ne? Ja, du hast gerade den anstoßen kannst. Prost. Die anderen kommen jetzt auch gleich und dann sind die dran. Wir haben auch 15 Minuten Zeit und dann, ja. Wird abgestimmt. Genau, wir machen jetzt ein richtig cooles Bild. Wir fanden die Location da unten einfach richtig, richtig schön. Wir wollten da auch selber Bilder machen. Und wir dachten dann so Sonnenuntergang, Weingläser, so schön ein bisschen italienisches Essen. Passt bestimmt perfekt zusammen. Jetzt bei uns in der Küche die nächste Gruppe. Gleich geht's ans Kochen. Was habt ihr denn alles eingekauft? Wir haben uns Waffeln gegönnt und ganz viele Toppings, weil unsere Waffeln werden 1A. Also ich bin mal echt gespannt. Sieht auf jeden Fall nach dem süßen Gericht aus. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Macht den Timer auf 15 Minuten und dann lasse ich euch hier mal schön kochen. Los geht's, Leute! Los geht's! Okay. Wir machen einen Teller mit den Waffeln und einen Teller mit den Waffeln. Also ich habe mir auf jeden Fall mehr erwartet. Also ich hatte schon gedacht, wir machen ein richtiges Kunstwerk, wurde aber leider nicht so. Ich muss ehrlich sagen, mit dem Endprodukt war ich meiner Meinung nach gar nicht zufrieden, weil wir hätten da echt mehr rausholen können. Aber ey, wir sind Jungs, so ich meine, was erwartet man von uns? Also ja, ist okay, ne? Nach der gemeisterten Challenge haben die Social-Media-Künstler Zeit, um fleißig TikToks im Marissa-Ferienpark zu drehen. Okay, heute gegen die Mutti, die stärkste Mutti auf TikTok. Mal schauen, was sie drauf hat. 3, 2, 1. Oh! Was ist los, Babo? Oh. Doch nur Luft. Yeah! Stärkste Frau auf TikTok. Ich hab dich nicht beleidigt, ich bin zu komplett krank. Nein, hab ich nicht. Sie klaut immer meinen Burger. Sie klaut immer meinen Burger. Das ist keine Lösung.
Wir haben beleidigt geschätzt. Ich hatte einen Hamburger drin und sie hat das andere. Es reicht. Also jetzt reicht's. Kann er. Ich habe mich jetzt ready gemacht, denn es ist Top-Wetter. Sonne scheint. Wir gehen jetzt. Nächste Challenge zum Wasser. Let's go. Wir sind jetzt hier bei der dritten Challenge, glaube ich, insgesamt. Und ja, wir werden jetzt mal sehen, es ist das erste Mal, dass wir nass werden, glaube ich. Und let's go! Folgt alle Influencer am See auf Instagram. Ihr müsst die 10.000 voll machen. Danke, Robert. Wir haben dich auch lieb. Trotzdem dafür keine Extrapunkte. Wenn ihr gewinnt, dann ist es absolut unfair, oder? Nein. Ja, ist auch so. Deswegen will ich aber. Euer Bild ist schöner, aber wir konnten noch nicht so viel Liebe reinstecken. Also weil ihr keine Liebe besitzt, weil ihr kein Herz habt. Ein Herz aus Stein. Wetten, das waren die Mädchen nur? Ja. Wer hat das Balsamico-Blatt da drauf gemacht? Das hast du. Ja, okay, dann verdient gewonnen, wirklich. Hey, ihr Lieben, wir haben gerade was richtig Nices gekocht. Jetzt könnt ihr eine Influencer am See-Story abstimmen. Stimmt bitte alle für Bild 1. Nein, wollt alle für Bild 2. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Angst ist doch woanders. Bei uns geht's jetzt weiter mit der nächsten Challenge. Dafür wieder zurück da am Dümmersee. Nicht nur am Wasser, sondern es wird für euch jetzt gleich auch aufs Wasser gehen. Und zwar wird's in die Richtung Paddeln gehen, hier beim Teambuilding beim Surfcenter Dümmersee. Das ist der Robin, der wird euch jetzt ein bisschen coachen, wie das Paddeln funktioniert. Und bei der Challenge wird es so sein, dass ihr am Wasser ist eine Boje, um die müsst ihr einmal drum rum paddeln. Und ihr startet alle 10 gleichzeitig. Die Person, die zuerst ankommt, bekommt 10 Punkte, die zweitplatzierte Person 9 Punkte, die drittplatzierte Person 8 Punkte und so weiter. Dass dann der vorletzte Platz eben einen Punkt kriegt und der letzte Platz gar keinen Punkt mehr. Robin, erzähl mal gern, wie das funktioniert. Ja, ich weiß nicht, der ein oder andere hat es vielleicht ja sogar schon mal gemacht. Das heißt, ihr bekommt von uns alle Sender Paddleboards. Beim Paddeln steht man nicht wie beim Surfen seitlich, sondern in der Regel im Paddelstand. Das heißt, eure Füße sind dann gut platziert, wenn ihr in Höhe des Tragegriffs steht. Das Paddel ist, wenn ihr mal seitlich guckt, immer nach vorne gebogen. Das heißt, den meisten Vortrieb habt ihr im vorderen Bereich. Der Schwung hinten ist nicht mehr ganz so wichtig. Wichtig ist, dass ihr vorne gut paddelt. Wenn ihr drehen wollt, wenn ihr an der Boje angekommen seid, empfehle ich euch einen Schritt nach hinten zu machen. Dann geht die Spitze ein bisschen hoch und einmal einen weiten Schlag außen ums Bottom zu, damit es dann wenigstens gut dreht. Wer reinfällt, schnell wieder drauf und weiter geht's. Wir verteilen euch Boards, stellen mit euch die Paddel ein und gehen mit euch erstmal nach vorne. Ich habe ein bisschen Angst. Ich hoffe, da sind Fische drin. Sind doch. Hör mir auf! Schlangen. Sei leise, du bist hier die Schlange. Leute, ich bleib gefilmt! Genug mit Spaß, jetzt steht die Challenge an. Und damit ab aufs Wasser. Volksgrüne sind gerade auf Vacation. Kein Bock gerade auf all diesen Fake-Shit. Wir sind alle unterwegs, Tag und Nacht, hab mir niemals gedacht. Also als ich zum ersten Mal losgepaddelt bin, war es sehr, sehr wackelig. Ich bin einige Male runtergefallen. Es hat sich dann so mit der Zeit besser ergeben, als ich mich dann auch hingekniet habe. Aber es war auf jeden Fall schon eine Herausforderung. Ich kenne das von diversen Stories, dass das gerade so ein bisschen im Trend ist. Ich dachte eigentlich, es ist ein bisschen einfacher, aber auf der Hälfte habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich fast Finale eingeholt habe. Dann dachte ich mir so, hinter mir ist, wie heißt sie? Alicia? Die hat ein bisschen länger gebraucht, ich konnte mir ein bisschen Zeit lassen. Mir ist das Paddeln sehr, sehr schwer gefallen. Vor allen Dingen, weil ich Kreislaufprobleme hatte, weil ich meine Tage habe, war das für mich sehr schwer, überhaupt das Gleichgewicht zu halten. Aber bis ich den Dreh rausgekriegt habe, waren die anderen schon fast zurück. Shred gibt alles und gewinnt die Challenge. Wie ich mich gefühlt habe nach dem Sieg in der Challenge, ich glaube, Sieg ist immer ein gutes Gefühl. Auch die weiteren Teilnehmer kommen am Ziel an. Ja, ich war schon zufrieden mit meiner Leistung. Hätte vielleicht ein bisschen besser sein können, aber ja, war gut. Dann. Also ich war eigentlich ganz vor den anderen, die eigentlich später vor mir waren. Aber irgendwie am Ende war ich so kraftlos, ich hatte gar keine Kraft mehr. Ich hatte ja Angst, dass ich das nicht schaffe, wegen meinem Gewicht und so, dass ich die ganze Zeit hinfalle. Aber es war mega cool und ich bin sogar Letzte geworden. Sandra, Michelle war die Letzte. Oh mein Gott, war ich Vorletzte? Ja. Ich war Vorletzte. Ich fühle mich. Ich bin ehrlich.
Also wir haben hier die Punkte, Platz 1 bis 11, was schon mal super cool war, ihr kamt alle wieder zurück. Keinen mussten wir irgendwie auf dem See einsammeln, das ist ja auch schon mal gut. Alles soweit die Challenge bestanden. Platz 11 mit leider trotzdem 0 Punkten geht an Michelle. Platz 10 geht an Sandra mit 1 Punkt. Platz 9 geht an Chana mit 2 Punkten. Platz 8 geht an Marco mit 3 Punkten. Platz 7 geht an Robert mit 4 Punkten. Platz 6 geht an Alyssa mit 5 Punkten. Platz 5 geht an Tobi mit 6 Punkten. Platz 4 an Finn mit 7 Punkten. Und dann haben wir die Top 3. Das ist einmal Levin mit 8 Punkten, Sydney mit 9 Punkten und der Babo hat hier den Sieg mit 10 Punkten. Glückwunsch an dich. Hey, Babo. Aber wenn wir jetzt so schön am Strand sind, nutzen wir das Ganze. Und zwar wird es jetzt zum Floßbau gehen. Ihr bekommt jetzt Materialien gestellt. Wir werden euch in zwei Gruppen unterteilen. Beide Gruppen müssen aus den vorgegebenen Materialien einen Floß bauen. Es geht aber nicht darum, wer mit dem Floß schneller auf dem Wasser ist, sondern geht darum, welches Floß besser gebaut ist. Und zwar wird es dann fachkundig bewertet werden. Für den Bau von den Floßen habt ihr 45 Minuten Zeit. Ihr werdet es gleichzeitig machen, wir stoppen die Zeit. Denkt dran, die Qualität von den Floßen ist entscheidend. Gewinnerteam 5 Punkte, Verliererteam 0 Punkte. Also wieder 4 Punkte, haltet euch dran. Oh mein Gott! Ja so, jetzt bin ich dein Hund. Ich will nicht wissen, was du damit für Sexspiele gemacht hast. Komm jetzt lieber raus. Ich selbst schließen. Oh mein Gott! Komm, jetzt machst du es fester, jetzt machst du es fester und jetzt bringst du es. Ah! Oh mein Gott, ich dachte, mein Ohr geht ab. Ja, also schön, dass ihr die erste Challenge schon mal überlebt habt und wieder da seid. Zweite Challenge, wie gesagt, Floßbau. Wir haben da hinten in der Kiste eine Menge Holz. Wenn ihr sagt, wir wollen es ein bisschen größer bauen, ihr könnt auch noch zusätzliche Tonnen bekommen. Aber natürlich dran denken, umso größer es baut, umso mehr Arbeit habt ihr natürlich auch. Und damit ihr eine gute Chance habt, das zu verzurren und so fest zu bekommen, will ich eben ein paar Knoten mit euch machen. Nehmt mal euer Seil. Und zwar fangen wir mit einem ganz einfachen Knoten an. Den könnt ihr alle, eine Schlaufe und hinten durch. Kriegen wir den, ne? Okay, jetzt wird es ein bisschen spannender. Wir drehen die Schlaufe nochmal und gehen jetzt von hinten durch. Und jetzt sieht der Knoten aus wie eine 8. Nee, ja. Oh mein Gott! Das ist ja voll geil. Der Achterknoten, der hält sicher und der lässt sich einfach wieder lösen. Okay, jetzt wird es ein bisschen spannender. Jetzt nehmen wir das Seil doppelt. Jetzt machen wir den gleichen Knoten nochmal bitte. Wieder die Schlaufe, wieder drehen von hinten durch. Dann haben wir oben jetzt eine Schlaufe mit einem Achterknoten. Also die Idee ist, jetzt habe ich was ich hier zum Beispiel schon mal über so ein Holz schieben kann. Aber also auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt hier einfach auch wieder diesen Knoten macht, 8 Knoten in der Schlaufe, dann habt ihr quasi einen mega Spanngurt jetzt gebastelt, mit dem ihr beispielsweise die Möglichkeit hättet, halt so eine Tonne. Oh, mega! Und wichtig ist halt, dass die Tonnen ordentlich fest sind mit dem Holz. Das ist im Prinzip die Challenge. Es muss für jeden mindestens eine Tonne auch fest sein. Zeit habt ihr ja ab jetzt in dreiviertel Stunde bis 18 Uhr. Die Zeit läuft, ne? Wir machen jetzt hier und hier und vorne. Ja, jetzt hier noch. Und dann hier und dann noch hier zwei, oder? Da haben wir ein langes. Nee, guck mal, der ist voll hässlich. Schmeck dir mal raus. Das ist eine Delle. Das ist nicht so schlimm. Doch. Mausi, sie postet doch keine hässlichen Bilder auf Instagram. Als wir mit dem Floßbau angefangen haben, habe ich so leichte Kopfschmerzen bekommen. Die wurden dann immer stärker. Ich habe es dann noch am Anfang versucht, auch mitzumachen. Habe auch die Knoten eigentlich relativ gut gelernt. Aber am Ende musste ich mich dann von der Gruppe abgrenzen und habe mich in den Schatten gelegt. Er hat gesagt, lieber länglich bauen, nicht viereckig. Hauptsache stabil. Nein, er hat gesagt, kein Viereck. Dann mach, sag, wie du meinst. Er hat, mach Junge, bitte. Er hat, ich habe keine Ahnung, wie du meinst, kein Viereck, so. Weil die Seite doch viel dünner, kleiner ist als so. Ich glaube, aber mit sowas kommst du schneller voran als mit sowas. Oh, Marco, hör mal auf, darauf zu gucken, lass du unsere Sachen machen. Aber guck mal, ein Floß ist immer länglich. Ich habe noch nie ein rechteckiges Floß, sowas gesehen, ein rechteckiges. Auch ein Film oder so, das ist doch immer länglich. Warum diskutieren wir die ganze Zeit? Lass doch einfach bauen, wenn es nicht klappt, dann machen wir es neu. Da ist nicht genug Spannung drauf, Leute. Ja, es wird alles locker, guck mal. Der Floßbau lief tatsächlich bei uns nicht so gut, denn die Hälfte hat gar nicht mitgemacht. Wir wussten gar nicht, wie wir vorgehen sollen. Wir haben erst angefangen, die Fässer festzubinden, dann wieder loszubinden. Also war irgendwie schon Katastrophe. Ich würde einfach mit dem Seil einmal komplett rumgehen, das spannen und dann einen Knoten machen. Wir sollen es über die Tonne doch machen. Du musst die beiden festmachen, damit die Tonne dazwischen liegt.
dass mir das nicht wegruscht, ja, aber dann kommt es darum. Anstatt die ganze Zeit zu diskutieren, mach doch bitte einfach. Ich bin aufgeschmissen. Ich fühle mich hier nicht gebrauchbar. Uns wurde beigebracht, wie wir die ganzen Knoten in die Seile reinmachen. Das konnte ich auf jeden Fall am besten, glaube ich, im Team. Ich habe wirklich das ganze Team geholfen. Hugo! Wow, dann mach mal diesen Knoten. Kannst du den? Ich schwöre, ich kann gar nichts. Das also nehmen, so rum, oben drehen, durch und zack. Ja. Diese Schlaufe durch das Holz schieben bis hierhin, damit wir es so dann gleich rüberziehen können. Ich muss wirklich sagen, mein Glück war, dass ich Tobi mit an Bord hatte, weil er war halt wirklich so unser Mann, der da alles geleitet hat. 18 Minuten haben wir noch. Ja. Ach du Scheiße! Scheiße, da ist jemand sauer. In der nächsten Folge geraten die Influencer in Streitigkeiten. Sowas geht gar nicht, das hasse ich richtig. Du redest, ja. Machst du aber nicht. Komm doch her und mach, Junge. Ich hab's gemacht. Außerdem muss ein Kandidat die Show wegen eines Vorfalls verlassen. Und was läuft zwischen Alyssa und Robert? Ich hab die ganze Zeit gehört, wie die gestöhnt haben. Wir hatten so geilen Sex gehabt, ne? Noch mehr Influencer am See gibt es bei TikTok und Instagram. Um keine Folge mehr zu verpassen, einfach den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da.